Eine Quelle des Erfurter Frohsinns liegt dort, wo sie kaum einer erwartet. Doch zwischen verfallenen Hallen und fensterlosen Bauten in der Krämpfer Vorstadt geht es kunterbunt zur Sache. Hier bauen die Faschingsfreunde Klaus-Dieter Hornig und Daniel Koch Figuren, die Sonntag den Festumzug begleiten werden. Also wir sind hier am Nordpol, das heißt im alten Schlachthof von Erfurt, in den alten Ruinen zumindest, und bauen eben hier über Jahre lang den Wagen. Inzwischen sind es 12 Jahre, die Herr Koch und ich das machen. Und ja, wir halten durch. Wir sind zwei Uhrmacher. Ja, man muss nah sein, bei der Kälte Wagen zu bauen. Gern würden sie im Sommer werkeln oder gar am Zuckerhut. Doch ihr Herz schlägt laut für Thüringen. Und da geht es im November los mit dem Uhrbau aus Holz, Draht und Gips und Stoffbinden. Da werden diese Figuren, die wir hier entworfen haben, fertig gemacht, dann bemalt, sofern die Temperaturen stimmen. Es ist auch schon passiert, dass die Farbe hier einfriert, aber wir sind so heiß, wir zwei, wir machen das schon. Vor 12 Jahren verguckten sich Karnevalisten in die knollennasigen Figuren des Illustrators Hornig. Das wäre doch was für den Festumzug. Erfahrung im Figurenbau brachte er nicht mit, jedoch Begeisterung und Ideen ohne Ende. Ob das auf politischer Ebene ist oder je nachdem, das stelle ich jeden Namen frei, was er darüber denkt. Wir verstecken das in unseren Botschaften immer heimlich und die Ur-DDR-Bürger werden dann schon wissen, was wir meinen. Mhm. Die beiden verschönerten schon Wagen der Gemeinschaft Erfurter Karneval, des Anger Karnevalclub und des Karnevalclub Braugold. Neben handwerklichem Geschick darf eines nicht fehlen, der eigene Humor. Wir besitzen schon ein gewisses Maß an Verrücktheit, das hier alles mitzumachen. Und dann gönnen wir eben uns auch am Umzug mal richtig ein kleines Gläschen. Also da sind wir voll hinaus. Ja. Bleibt nur zu hoffen, dass die neuen Figuren am Sonntag im Sonnenschein zur Geltung kommen. Erfordia, Helau.